Gut, damit haben wir jetzt also erstmal zumindest geklärt, warum viele Förster gerne Douglasie pflanzen, weil sie möchten halt gerne viel Geld verdienen. Allerdings haben wir jetzt, Moment, was steht denn hier auf meinem Zettel? Oh ja, stimmt, hier steht, ich soll noch erwähnen, dass die Douglasie auch von ihren Maximalwerten her zu den größten Bäumen der Erde gehört. Da gibt es nicht mehr allzu viele, die dann noch größer werden. Die erreichen durchaus 90 Meter in ihrer Heimat an Höhe, werden durchaus 2 Meter breit. Und das sind also wirklich schon recht normale, realistische Werte und keine Top-Werte. Einzelne Douglasien gibt es, glaube ich, bis 105 oder bis 110 Meter sogar, habe ich mal gehört. Da kann man sich immer so ein bisschen streiten und so weiter und so fort. Und im Gegensatz zu vielen dieser anderen Top-Bäume, die da super große Höhen und so weiter und so fort erreichen, schafft das die Douglasie in relativ wenig Jahren, denn diese Riesen-Douglasien sind nur in Anführungszeichen 1000 Jahre alt. Ein Mammutbaum braucht dafür nochmal eine ganze Ecke länger. Der wird dann zwar nochmal höher und erheblich dicker, aber es dauert auch länger, ne? Also das nun mal nur zu den Superlativen von der Douglasie, um es mal erwähnt zu haben. Und jetzt kommen wir zum Holz. Denn was diesen Baum nochmal eben ökonomisch so wahnsinnig interessant macht, ist halt eben sein Holz. Er produziert nämlich das universelle Universalholz, das man für absolut alles verwenden kann. Punkt. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Es ist ein schwereres Holz als bei der Fichte. Das heißt, es ist als Brennholz schon mal länger brennend. Gleichzeitig hat es hervorragende mechanische Eigenschaften und ist als Konstruktionsholz für wirklich große Bauvorhaben enorm gut geeignet. Dazu kommen noch die Dimensionen der Bäume, ne? Aus einem großen Baum lässt sich auch ein großer Balken rausschneiden. Das dürfte jedem klar sein. Und es ist einfach architektonisch für viele Architekten extrem interessant, irgendwelche Dinge zu bauen, die aus richtig langen Vollholzbalken bestehen. Ne? Also nicht irgendwelche zusammengesetzten, hier ein kleiner Balken, da ein kleiner Balken, irgendwas zusammengesetztes oder überhaupt 17.000 Bretter aneinander genagelt oder aneinander geleimt. Man spricht da auch von Brettschichtholz. Das sind sogenannte Holzwerkstoffe. Da gibt es einfach Potenzial, unglaublich faszinierende, aus architektonischer Sicht, Bauwerke mit Douglasienholz zu errichten. Und eben durch diese erhöhte Festigkeit von dem Holz im Vergleich zur Fichte ist sowas auch mechanisch überhaupt erst möglich. Selbst wenn man so große Fichten hätte, wäre das Holz dann für viele Anwendungen auch gar nicht stabil genug, um so einen enorm langen Balken verbauen zu können. Mit Douglasie ist das dann halt schon eher möglich. Aber ich bin bei Architektur kein Experte. Unter bestimmten Bedingungen geht es bestimmt auch irgendwie mit Fichte. Jedenfalls gibt es da enormes Potenzial, was das Ding so interessant macht. Es gibt im Bau- und Konstruktionsbereich eigentlich nichts, was man potenziell nicht mit Douglasienholz machen könnte. Gleichzeitig, und das macht das Ding nochmal extrem interessant, also das Ding, die Douglasie, ist das Holz sehr dauerhaft und kann deshalb auch im Außenbereich gut eingesetzt werden. Also auch als Fassaden für Fassaden oder irgendwelche Bauteile, die wirklich dem Regen ausgesetzt sind, irgendwelche Brückenträger. Wenn man die normalerweise aus Holz machen müsste, müsste man fast schon im gleichen Moment noch ein kleines Dach drüber bauen, damit die tragenden Elemente nicht allzu sehr dem Wetter ausgesetzt sind, weil das verträgt sich halt eben auf die Dauer nicht so gut mit dem Holz. Jetzt muss ich mal die Beine ausstrecken, sonst schlafen mir die nämlich ein. Schon zu spät. Also da gibt es natürlich jede Menge Optionen. Und das gleiche Holz kann halt eben, was man mit Fichte nicht machen kann, außer man lackiert sie, beziehungsweise imprägniert sie, auch für den Dielen- und Bodenbereich angewendet werden und auch im moderaten Wasser- und Erdbau ist Douglasienholz durchaus eine Alternative wegen eben der vergleichsweise hohen Dauerhaftigkeit. Die ist immer noch nicht sehr hoch, wenn man sich zum Beispiel Tropenholzer im Vergleich anguckt, die verwesen noch viel, ich sage immer verwesen, verrotten ist der Fachbegriff bei Pflanzen, verrotten noch viel langsamer, aber für ein Holz, das wir hier anbauen können, jetzt hätte ich fast einheimisches Holz gesagt, das ist es ja nicht, aber es ist ja nun mal was wir hier anbauen können. Dafür ist es wirklich so universell für alles. Ne? Es gibt kaum eine Anwendung, wo man nicht auch Douglasie für nehmen könnte. So, hat aber jetzt auch einen Nachteil, nämlich
Der Baum ist erstaunlich von seinen Holzeigenschaften erstaunlich heterogen. Fichte ist sehr homogen, sprich der Baum hat über seine gesamte Länge und Breite und so weiter und so fort überall ähnliche Holzeigenschaften. Das ist ja ein Naturprodukt, da gibt es immer so ein bisschen Schwankungen. Es gibt dichtere Stellen im Holz, es gibt weniger dichte Stellen im Holz, insbesondere eben innerhalb der Jahrringe. Man hat immer den äußeren Bereich des Jahrrings, ist immer dickeres Holz, Spätholz. Dichter zusammengepresst, weil langsamer gewachsen. Im Frühjahr bekommt man immer ein bisschen Frühholz. Das wächst sehr schnell, weil der Baum da quasi richtig losliegt. Und je schneller so ein Holz gewachsen ist, desto weniger dicht ist es halt. Da ist dann quasi, wenn man so möchte, mehr Luft dazwischen, zwischen den einzelnen Fasern. Und bei der Douglasie schwankt das sehr, sehr stark. Gerade eben auch durch die enorm hohen Zuwächse von dem Ding macht sie sehr, sehr breite Jahrringe. Und innerhalb von so einem Jahrring kann halt eben die Holzdichte sehr, sehr stark variieren. Was das Bauen mit Douglasie bzw. auch das Verarbeiten der Douglasie zu Bauteilen, die dann später enorme Gewichte aushalten sollen, anspruchsvoll macht. Das geht, aber das ist anspruchsvoll und demzufolge dann wieder ein bisschen teurer und man braucht wirklich großes Fachwissen dafür, anders als bei der Fichte. Das gilt natürlich dann gleichermaßen auch fürs Einsägen. Fichte einsägen, in Anführungszeichen, natürlich muss man das auch können, aber Fichte einsägen kann aktuell in Deutschland jeder, weil das hat man ja schon seit Hunderten von Jahren gemacht. Douglasie können nur einzelne spezialisierte Sägewerke überhaupt nennenswert verarbeiten. Es gibt dann nochmal ein ganz einfaches, simples Problem, was auch für den Laien relativ einleuchtend sein wird. Douglasie wächst so schnell, dass man, selbst wenn man die mit 60 Jahren umschneidet, hat man da schon einen meterdicken Baum dastehen. Zumindest in Freiburg. Die schaffen sowas, die Freiburger Douglasien. Das ist so das ideale Douglasien-Eldorado. Und das Problem ist, die meisten Sägewerke arbeiten halt eben bisher mit Fichten. Wenn sie dicht sind, haben die 60, allerhöchstens mal 70 cm Durchmesser. Und entsprechend sind halt eben die ganzen Sägegatter oder anderen Sägevorrichtungen, ich will jetzt nicht sämtliche Möglichkeiten im Sägewerk Bäume klein zu sägen aufzählen, aber die sind halt alle nicht für so dicke Bäume ausgelegt. Sprich, wer ein kleines Sägewerk hat, kann sich schlicht und ergreifend nicht leisten, seine komplette Sägetechnik jetzt aufzurüsten und auszutauschen, weil man kann ja nicht einfach das Tor, wo der Baum durch soll, breiter machen und links und rechts noch jeweils ein Sägeblatt dazu hängen. So einfach ist das ja jetzt nun nicht. Und eben durch die höhere Dichte der Douglasie ist das Holz auch fester und man hat einen höheren Materialverschleiß, braucht deshalb auch unter Umständen andere Sägeblätter. Es gehört da einfach eine gewisse Spezialisierung dazu, Douglasie richtig bearbeiten zu können. Und wenn man jetzt sein Sägewerk als kleiner Sägewerkbesitzer tatsächlich sich leisten kann, das Ding umzustellen, dass man jetzt auch Douglasie einschneiden kann, dauert das wirklich viele Jahre, bis man das wieder drin hat, quasi die Kosten, die man da einmal investiert hat. Und wie wir eingangs erwähnt haben, so viel Douglasie gibt es dann eben halt auch wieder gar nicht in Deutschland, dass sich das bei nennenswert vielen Sägewerken einfach lohnen würde. Tut es nämlich nicht. Sprich, man hat um Freiburg rum so ein paar spezialisierte Douglasiensäger, die verdienen sich dumm und dämlich in Verbindung mit dem Stadtwald von Freiburg. Da sind alle glücklich und froh und springen jeden Sonntag fröhlich lachend durch den Wald, weil sie doch mit Forstwirtschaft reich werden. Ist ein seltenes Phänomen, aber kommt vor. Alle anderen gucken halt in die Röhre. Aber das Potenzial, das ist es halt, worum es geht. Und das ist halt auch das, was die Forstwissenschaft so interessiert und so fasziniert. Einfach das Potenzial, nicht der Ist-Zustand. Und wo ich jetzt gerade das Potenzial extra erwähnt habe, ich kann übrigens mal hier ein bisschen drehen. Nein. So habe ich mir das vorgestellt, genau. Wo ich jetzt das Potenzial schon extra erwähnt habe, dann muss ich gleich nochmal hinzufügen. Dieser Ruf der Douglasie als Zukunftsbaumart beruht jetzt nicht nur darauf, dass sie bei uns wachsen. Bin jetzt immer noch nicht zufrieden. Ich glaube, so ist am besten, ja.
dass sie bei uns wachsen kann, sondern und auch ja zum Teil natürlich auch an ihren enormen Zuwachswerten und an ihrem Potenzial als finanziell überaus ertragreiche Baumart, sondern da gibt es noch so ein paar andere Faktoren, die dieses Ding wirklich zum Wunderbaum für manch einen Förster oder Forstwissenschaftler machen. Natürlich darf man sowas in der Öffentlichkeit nicht erzählen, aber ich bin hier ja bloß auf YouTube und nicht in Fachkreisen. Aber das Ding hat erstens mal aktuell überhaupt keine Probleme mit Schädlingen. Außer natürlich diese eine spezielle Herkunft, die weiter vom Inland, vom kalifornischen Inland oder weiter in den Rocky Mountains Saatgut entnommen wurde, die hier halt eben die Douglasienschütte bekommt. Die jetzt überall stehenden großen, dicken Douglasien, wie heißt sie denn? Pseudotsuga menziesii, übrigens, auf Lateinisch, wollte ich vielleicht auch mal irgendwann dazu sagen. Die haben das Problem mit der Douglasienschütte nicht, die sind da erstaunlich resistent gegen das Ding. Die werden auch so ein bisschen betroffen, aber bisher gibt es halt keine nennenswerten großen Schädlinge. So langsam kommt es, dass sich so die heimischen Universalschädlinge in Anführungszeichen auch daran gewöhnen, dass sie auch mal so ein bisschen an der Douglasie knabbern mal könnten. Es gibt auch einen gewissen Wildverbiss, aber nicht so viel, und es wird gern dran gefegt. Sprich, der Rehbock geht mit dem Gehörn hin und macht diesen. Ihr wisst ungefähr, was ich meine, ne? Also unten am Stamm reibe, sich den Bast vom Geweih kratzen. Und ja, das ist auch nochmal sowas, was da nochmal ein bisschen eine Rolle spielt. Aber das war's dann auch. Und im Übrigen, die Douglasie wächst so schnell, dass deshalb auch Wildverbiss einfach keine Rolle spielt, weil die ruckzuck aus der eine Höhe erreicht hat, wo da eh keiner mehr dran rumknabbern kann. Ist deshalb eben auch, das ist eines der Potenziale, die dieses Ding jetzt hat, eine Baumart, um den Wald-Wild-Konflikt zu entschärfen, weil viele Förster sich ja über die Jäger ärgern, weil die Jäger mehr Tiere töten sollen, weil die Tiere sonst die jungen Bäume anknabbern. Also Wildschäden quasi. Würde auch helfen, um die Wildschäden im Feld möglicherweise zu reduzieren, wenn im Wald mehr für das Wild problemlos essbare Bäume rumstehen würden. Denn man muss ja dazu sagen, zwar können sie dann relativ schnell nicht mehr die Terminalknospe abknapsen, aber der Baum hat ja immer noch Seitenäste und die können relativ problemlos, ohne dass die Douglasie nennenswert leidet, vom Reh abgeknabbert werden und verbissen werden. Sprich, die Rehe würden also möglicherweise, das ist alles nur eine Theorie, ja, kein Mensch kann das bisher beweisen, möglicherweise insgesamt mehr zu fressen finden, weshalb die Wildschäden draußen auf dem Acker, sowohl draußen auf dem Acker als auch eben im Wald an zum Beispiel Tanne zurückgehen würden, wenn mehr Alternative zu Tanne an Essbarem da wäre. Douglasie schmeckt so mittelprächtig, nicht ganz so gut wie Tanne oder so gut wie Edellaubhölzer, zum Beispiel irgendwelche Nussbäume oder Kirschen oder ähnliches. Das wird besonders gern gemampft vom Reh. Aber das führt jetzt zu weit in diese Richtung. Es ist halt was im Gespräch ist, dass es da helfen könnte, besagte Douglasie. Gleichzeitig, das muss man jetzt natürlich auch noch dazu sagen, ist die bisherige Schädlingstoleranz, die Douglasie hat, auch ein gewisses Risiko, weil wir nicht wissen, ob es nicht eventuell irgendwann mal passieren könnte, dass dann doch ein großer Douglasien-Schädling von Amiland zu uns rüberkommt und unsere Douglasien zu diesem Zeitpunkt schon vergessen haben, auf diesen da vorbereitet zu sein, der dann da kommt, der aber von drüben, von Amiland, noch die Spezialisierung auf Douglasie hat und die dann bei uns findet und unsere haben keine Ahnung, was passiert und sind dann alle ratzekahl gefressen. Das ist natürlich auch ein Risiko, mit dem man rechnen muss, weshalb dann eben auch der seriöse Forstwissenschaftler sagt, maßvolle Ausweitung der Douglasienanbaufläche als Option offen halten, nicht alles zupflastern mit dem Ding. Ne? Habe ich ja eingangs schon erwähnt, kein Mensch will überall die Teile hinpflanzen. So, davon abgesehen geht das ja auch klimatisch nicht, weil ich ja auch ganz am Anfang erwähnt hatte, ich möchte es nochmal wiederholen, damit auch jedem das wirklich klar ist, die wächst nicht überall in Deutschland, in den neuen Bundesländern wird es sehr schwierig, da wächst sie einfach nicht gut, da sind die klimatischen Voraussetzungen für die Douglasie einfach nicht besonders gut gegeben. Beispielsweise eben in den neuen Bundesländern und in großen Teilen von Bayern. Auf der Ostseite vom Schwarzwald wird es zum Beispiel auch schon wieder schwierig. Westseite wunderbar, Ostseite muss man schon wieder ein bisschen gucken. Geht auch noch irgendwo, aber man muss gucken. Gut,
nächstes Potenzial von dem Ding ist halt eben diese Sache mit dem Klimawandel. Das habe ich auch eingangs schon erwähnt gehabt bei der Geschichte mit den Provenienzen, also den verschiedenen Herkünften, dass man aus einem beliebigen Klima sich eine Herkunft nehmen kann und sie bei uns hinstellen zu dem Klima, was wir gerade prognostiziert haben, was bald sein wird. Das bietet natürlich ein enormes Potenzial als Zukunftsbaumart hinsichtlich des Klimawandels. Das habe ich schon erklärt gehabt. Ich wollte es hier nur noch mal, auch noch mal nennen, damit ihr das auch ja nicht vergessen habt und schön gebildet nach Hause geht. Ihr hockt wahrscheinlich schon zu Hause, aber... und dann wäre da noch zu erwähnen, dass die Douglasie auch ein sehr hohes Potenzial zur Bodenverbesserung hat. Also wenn man jetzt gerade im Bereich der Fichte, im Vergleich zur Fichte, einen Bestand nimmt, der aus Buche und Fichte besteht und diesen Bestand dann auch mit Buche und Douglasie vergleicht, da kann man zum Beispiel Masterarbeiten drüber schreiben und da wesentliche Bodeneigenschaften untersucht, könnte man zum Beispiel in einer solchen Masterarbeit feststellen, dass die positiven Bodeneigenschaften, also die Nährstoffbereitstellung im Boden durch das Beimischen von Douglasie leicht erhöht wird, verbessert. Und das wirkt auch der schlimmen Bodenversauerung entgegen. Und jetzt kann man so ganz grob sagen, ein Boden versauert im Laufe der Zeit. Das ist ein normaler Prozess und das gehört bei der Bodenbildung eben dazu. In den allermeisten Klimaregionen ist das so. Es gibt so ein paar kleine Ausnahmen. Irgendwann ist er so versauert, in Anführungszeichen, dass da kaum noch Nährstoffe drin sind. Diese Nährstoffe auch nicht mehr gelöst werden können, weil... viele Nährstoffe von Pflanzen nur dadurch aufgenommen werden können, indem weitere saure Ionen abgegeben werden, die dann quasi andere saure Nährstoffe aus dem bereits sauren Boden rauslösen und die können dann von der Pflanze aufgenommen werden. Das ist auch der Prozess, weshalb das alles immer saurer und immer saurer wird. Gleichzeitig wirft die Pflanze von oben dann auch eine sauer verwitternde Streu, also tote Blätter bzw. Nadeln, auf den Boden drauf und auch diese verwittert und unter Umständen sauer und der Boden wird immer saurer und immer saurer. Damit versauert er auch immer weiter in die Tiefe und immer mehr Nährstoffe werden eben aus diesem sauren Milieu gelöst, bis irgendwann keine mehr da sind. Und so entwickelt sich im Lauf der Zeit ein junger, noch nährstoffreicher Boden zu einem sehr alten, ausgesauerten, nährstoffarmen Boden, auf dem dann auch nicht mehr so viel wachsen kann. Und wenn da nicht mehr viel wachsen kann, wächst da irgendwann tatsächlich auch nichts mehr und dann kommt mal ein starker Regenguss und der Boden fließt auch noch davon und dann haben wir überhaupt keinen Boden mehr und wo sollen wir dann Nahrungsmittel für uns anbauen? Jetzt mal ganz egoistisch gedacht. Das sind so ein paar Überlegungen. Douglasie hat zumindest das Potenzial dieser Bodenversauerung eher entgegenzuwirken. Fichte fördert diese Versauerung eher, hat eher bodenverschlechternde Eigenschaften und beschleunigt den Prozess des Nährstoffabbaus im Boden, in Anführungszeichen. Douglasie wirkt einigen Dingen entgegen. Ich sage einigen Dingen, weil es gibt auch so ein paar Sächelchen, die könnten auch negativ sein. Zum Beispiel die Bereitstellung von... die Umsatzrate von organischer Substanz, also Humus, wird verbessert durch Douglasienstreu im Vergleich zu Fichtenstreu, immer im Vergleich zu Fichtenstreu. Und das hat zwar jetzt die positive Eigenschaft, dass mehr Nährstoffe im Boden verfügbar sind, das hat aber auch die negative Eigenschaft, beziehungsweise kann diese Eigenschaft haben, dass so viele Nährstoffe im Boden verfügbar sind, dass sie von den Pflanzen gar nicht mehr aufgenommen werden können und dann ausgetragen werden. Sprich, die werden mit dem Regenwasser in das Grundwasser gespült und irgendwann haben wir ein nährstoffreiches Grundwasser und das ist dann wiederum überhaupt nicht gut, denn dieses wird ja dann auch irgendwie, fließt dann ab mit Flüssen, landet dann irgendwie im nächsten großen Fluss, der wird auch immer nährstoffreicher, da freuen sich die Algen und das landet auch irgendwann natürlich alles im Meer und auch da freuen sich dann wieder solche sympathischen Pflanzen wie Algen. Aber das müsste jemand anders fragen. Ich bin kein Meeresbiologe und kenne mich auch mit solchen Flussökosystemen nicht wirklich gut aus. Es ist aber auf jeden Fall was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Risiko durch den Douglasienanbau, das man untersuchen muss. Noch weiß eben keiner, inwiefern das jetzt wirklich eine große, große Rolle spielt. Aktuelle Projekte dazu werden gerade durchgeführt und bin sehr auf die Ergebnisse besagter Projekte gespannt und werde mir das dann alles entsprechend durchlesen und euch dann entsprechend auf Ben aufbereitet
auch davon berichten. Das ist alles extrem spannend. Aber wie gesagt, Potenzial ist vorhanden und dieses Potenzial, dieses Türchen, was sich da möglicherweise öffnen könnte, muss man sich eben durch das Vorhandensein eines gewissen Anteils an Douglasie in der jetzigen Bestockung des Waldes offen halten. Und diesen Anteil kann man durchaus auch noch auf bundesweit 5-8%, so sagen jetzt einige Leute, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das gut funktionieren würde, ausweiten. Also in manchen Regionen durchaus einen Douglasienanteil von 20% an der Gesamtbaumartenzusammensetzung würde wahrscheinlich nicht schaden. Man sieht es in Freiburg, da haben sie die 20% oder sind es 19%, ich weiß es nicht. Ist enorm wichtig. Und man kann überhaupt nichts Negatives am Wald feststellen. Der Oberförster von Freiburg, wenn ich ihn jetzt einfach mal so nennen darf, hat er lange kämpfen müssen, dass man auch eben die Akzeptanz in einer so grünen Stadt wie Freiburg für eine fremdländische Baumart bekommt. Aber mit vielen Waldführungen und viel, ja, schauen Sie sich doch mal das mal an, sieht das schlecht aus, in Anführungszeichen, hat das jetzt hinbekommen, dass die Douglasie von den Freiburgern absolut toleriert wird und da ist jetzt keine große Opposition gegen den Douglasienanbau mehr spürbar. Es ist halt eben alles etwas kontrovers und jetzt habe ich auf meinem Zettel, der jetzt da irgendwo rumliegt, weil er vom Wind ein wenig weggeweht wurde, sammle ich natürlich wieder ein, ich lasse doch keinen Müll im Wald liegen. Viele Naturschutzverbände sehen jetzt das mit der Douglasie etwas kritisch und die jüngste Entwicklung, quasi so der jüngste Schlag des Naturschutzes gegen unsere schöne, forstwissenschaftlich super interessante Douglasie, das war jetzt nicht ganz wertfrei, diese Aussage, war, dass das Bundesamt für Naturschutz beschlossen hat, verschiedene Waldbäume, die von uns als Forstwissenschaft, als Gros der Forstwissenschaft, völlig unumstritten als unproblematisch hinsichtlich Invasivität betrachtet werden, tatsächlich auf die schwarze Liste der invasiven Arten zu packen. Das ist zum Teil ein politisches Problem, weil es eine EU-Richtlinie gibt, die vorgibt, nach welchen Kriterien eine Art invasiv ist oder nicht. Diese Richtlinien sind zum Teil juristisch und nur begrenzt, also beziehungsweise sehr umstritten, naturwissenschaftlicher Art. Und man kann ein naturwissenschaftliches Problem, eine naturwissenschaftliche Fragestellung meiner Meinung nach und der Meinung des Gros der Forstwissenschaft nicht mit juristischen Methoden quasi klären. Weshalb da große Aufschreie durch den Fachbereich gegangen sind, zumal man sagen muss, diese Publikation, die jetzt eben dafür gesorgt hat, dass die Douglasie auf die schwarze Liste gesteckt wird, die ist von ein paar Hanseles, in Anführungszeichen, auch wenn Hanseles jetzt nicht abwertend gemeint sein soll, vom Bundesamt für Naturschutz erstellt worden, ohne die führenden waldwissenschaftlichen Experten Deutschlands zu fragen. Und genau diese führenden forstwissenschaftlichen Experten Deutschlands haben jetzt einen ziemlich fiesen, also wenn man akademisch Text und so weiter schön zwischen den Zeilen liest, ziemlich fiesen Brief geschrieben, der diesen, mit Verlaub, etwas fragwürdigen Bericht vom Bundesamt für Naturschutz ziemlich zerreißt, akademisch gesehen. So die größte Ohrfeige, die in diesem Brief drinsteht, ist, dass man denen abspricht, dass sie die gute wissenschaftliche Praxis nicht beachtet hätten. Das ist so ziemlich mit der Axt ins Genick. Nicht ganz zu Unrecht, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf. Diesen offenen Brief haben alle Waldbauexperten der Bundesrepublik plus noch ein paar andere Experten aus anderen forstwissenschaftlichen Bereichen, also fast alle zumindest, haben diesen Brief unterschrieben. Diejenigen, die nicht unterschrieben haben, heißt das ja noch lange nicht, dass die nicht auch unter Umständen so ungefähr dieser Meinung sind, ne? Oder man will sich einfach aus dem Konflikt raushalten, weil man Angst hat vor politischer Schelte oder Schelte durch die Öffentlichkeit oder sich nicht mit Greenpeace anlegen will. Das sind alles so Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Tatsache ist jedenfalls, das findet man auch relativ häufig schnell im Internet und auch auf dem Wikipedia-Artikel zu Douglasie steht, dass dieses Ding ja jetzt vom Bundesamt für Naturschutz als fiese, invasive Art quasi gekennzeichnet wurde. Meiner Meinung nach und nach der Meinung der führenden Forstwissenschaftler Deutschlands ist das völliger Blödsinn. Wo sie tatsächlich einen gewissen Anteil an Invasivität zeigt, und jetzt verstehen wir Invasivität als unkontrollierte Ausbreitung
und Verdrängung einheimischer Arten. Das macht sie, ja, aber nur auf Sonderstandorten. Also wirklich ganz seltene, ganz spezielle Lebensräume. Wenn da ein Douglasiensamen reinweht, kann es sein, dass die Douglasie da besser wächst als alles andere, was da einheimisch vorkommt. Allerdings gilt das Gleiche für zum Beispiel auch eine Fichte, die da reinwehen würde und dann da auch schneller wachsen als alles andere und da wahrscheinlich ähnliche Schäden als die Douglasie anrichten würde. Das ist alles hoch umstritten und die Publikation, die eben diese Invasivität in diesen speziellen Sonderstandorten, also das sind so Felslandschaften in Anführungszeichen mit ganz wenig Boden und sehr trockene, sonnige Sonderstandorte eben. Sonderstandort sagt es ja schon, das ist einfach was unglaublich Seltenes. Es wird ein Apfel und ein Ei kosten, wenn man da regelmäßig ein paar Freiwillige durchschickt, die dann halt in Gottes Namen die Douglasien rausrupfen. Das macht man mit anderen Naturschutzgebieten ja auch so, dass man da dann halt in Gottes Namen mal irgendwelche Pflegemaßnahmen durchführt. Bei diesen Pflegemaßnahmen wird auch meistens irgendwelche einheimisches Zeug rausgerissen, zum Beispiel auf Flächen, die als ja, Magerrasen zum Beispiel dienen, um mal eine prominente Form von Naturschutzgebiet zu nennen. Da muss auch regelmäßig verhindert werden, dass sich dort auf natürlichem Wege wieder Wald entwickelt und das sehr wohl mit einheimischen Baumarten. Da greift man auch ein und verhindert quasi den natürlichen Verlauf der Evolution, der Entwicklung. Da ist es aus irgendwelchen Gründen okay. Bei sowas kann man das dann nicht zufällig auch machen, oder? Also, dass man dann halt nicht nur die Birke und die Kiefer rausrupft, sondern auch noch zusätzlich die Douglasie. Das ist dann ein unvertretbarer Aufwand. Ich verstehe das Problem wenig. Wie gesagt, das Invasivitätsrisiko für die Douglasie, wir können es auch noch nicht abschließend beurteilen. Aber nach dem aktuellen Stand des Wissens aller forstwissenschaftlicher Experten ist momentan nicht mit einem Risiko, dass die Douglasie invasiv werden wird, mit einem akuten Risiko zu rechnen. Gut, aber eben diese paar Hanseles vom Bundesamt für Naturschutz sind da scheinbar anderer Meinung. Es gibt dazu viele lustige, interessante Publikationen, die da auch deutlich diplomatischer vorgehen als ich, um diesen Konflikt zu erklären. Und die finde ich auch hervorragend, aber ich bin zum Thema Douglasie einfach ein bisschen vorbelastet. Ich habe da selber schon dran rumgeforscht an dem Teil und ich finde die einfach super. So mental und so weiter, das ist zwar jetzt nicht sehr professionell, dass ich jetzt sowas sage, aber es ist halt eben so und damit wollen wir jetzt hier enden. Und ich habe was vergessen und füge das jetzt quasi auf diesem Wege ein, dass ich das jetzt auf dem Heimweg bzw. kurz vorm Heimgehen nochmal schnell euch erzähle. Nämlich, das Ding ist ja deshalb auch als für den Klimawandel angepasst charakterisiert, weil es eine hohe Trockenheitsresistenz besitzt, soweit wir das bisher zumindest nachweisen konnten. Sprich, wenn es mal wieder so einen Sommer wie letztes Jahr gibt, dann ist die Douglasie eine Baumart, die mit sowas sehr gut umgehen kann, weil sie nämlich in der Lage ist, in einem sehr hohen Maß ihre Spaltöffnungen, auch Stomata genannt, in den Nadeln, die für den Gasaustausch, also Wasserdampf raus, CO2 rein, zuständig sind, zu verschließen und spart so enorm Wasser ein, kann also über einen langen Zeitraum der Trockenheit vermeiden, dass ihr das Wasser völlig ausgeht. Gleichzeitig kann sie aber in diesem Zeitraum auch nur sehr wenig Photosynthese betreiben, weil wenn man wenig Wasser raushaut, kann man auch wenig CO2 reinholen und kriegt damit quasi wenig zu essen, sozusagen. Das ist also so eine Situation, in der der Baum versucht, nicht zu verdursten auf die Kosten dessen, dass er langsam verhungert. Das ist die eine Option als Baum, um mit Trockenheit klarzukommen. Also ein klassisches Vorgehen, das in der Literatur häufiger beschrieben ist. Die Alternative besteht darin, dass man quasi weiterhin alles an Wasser aus dem Boden rausholt, was halt da ist, und weiter schön Photosynthese betreibt, in der Hoffnung, dass eben der Wasservorrat länger reicht, als die Trockenperiode andauert. Was dann halt eben passiert, ist,
Der Baum vermeidet zu verhungern, weil er weiter schön fleißig Photosynthese betreibt, aber er riskiert zu verdursten, weil er seinen gesamten Wasservorrat, also den gesamten Wasservorrat des Bodens, verbraucht hat. Diese beiden Strategien gibt's, die eher verhungern und Wasserverlust vermeiden Strategie, die zum Beispiel eben die Douglasie und auch die meisten Nadelbäume verfolgen, oder die wir nehmen was geht und wenn nichts mehr geht, schmeißen wir unsere Blätter ab, Variante der Laubbäume, überwiegend der Laubbäume. Es gibt auch vereinzelt Nadelbäume, die das teilweise auch so ein bisschen so machen, aber das ist alles sehr kompliziert, das will ich jetzt nicht so weit ausführen. Die Douglasie kann halt eben dieses Zumachen und auf Hunger schalten und Wasser sparen sehr, sehr gut. Und das verträgt sich gut in Kombination mit der Buche. Wenn man also Douglasie und Buche parallel zusammen im Mischbestand, anpflanzt, verträgt sich das eben gut mit der Buche, weil die Buche macht das Gegenteil. Die nimmt, was an Wasser da ist, bis es alle ist und sie dann im Notfall eben ihre Blätter abschmeißen muss und mit den wenigen Ressourcen, die sie dann noch hat, im nächsten Frühjahr unter neuen, besseren Bedingungen quasi neu auszutreiben. Wie gesagt, verträgt sich gut, das System. Die Douglasie macht dicht, nimmt der Buche nicht das Wasser weg und die Buche kann hoffen, dass sie dann dadurch genug Wasser für sich zumindest hat, um auch die Trockenperiode zu überstehen. Das ist so eine der möglichen Theorien, weshalb die Douglasie zusammen mit der Buche ein gutes Duo, um Dürren zu überstehen, darstellen könnte. Das ist alles noch sehr in der Forschung und alles noch nicht so ganz so, dass man jetzt sagen kann, so ist es und nicht anders. Jo, das wollte ich noch erwähnt haben. Dazu vielleicht noch ein interessanter Gedanke. Ich habe ja gesagt, das ist eine atlantische oder subatlantische Baumart, die Douglasie. Das heißt, sie kommt davor, wo es auch viel regnet, wo viel Regen vom Atlantik ankommt. Hä? Gerade habe ich gesagt, das Ding ist gegen Trockenheit angepasst. Und jetzt erzähle ich, sie kommt nur davor, wo es viel regnet. Das ist ja irgendwie paradox. Ja, das Paradoxe besteht darin, dass die Douglasie in ihrer Heimat an Orten vorkommt, an denen es extrem viel regnet. Und jetzt pflanzen wir sie als trockenheitsresistente Baumart an. Wie kann das funktionieren? Ja, die Jahresniederschläge sind da, wo sie herkommt, viel höher als bei uns. Der wesentliche Unterschied besteht jetzt allerdings darin, dass die Jahresniederschläge da, wo sie herkommt, alle im Winter runterkommen. Und im Winter ist gar nicht Vegetationsperiode und da hilft es dem Baum wenig, wenn es da viel regnet. Im Sommer ist es in der Heimat der Douglasie ziemlich furztrocken und Dürreperioden sind da noch viel häufiger als bei uns. Sie ist also an sommerliche Trockenereignisse gut angepasst, kann aber gleichzeitig, wenn dann doch Regen da ist, in den Sommermonaten hervorragend wachsen. Und das ist bei uns ja der Regelfall. Deshalb eben dieses Potenzial, was da eben da ist. Zum Teil erreichen wir in Deutschland mit unseren jetzt für hier angepassten Douglasien sogar noch viel höhere Zuwächse als in ihrer Heimat, weil wir halt eben unser Niederschlagsmaximum bisher, wenn der Klimawandel das nicht bald unterbindet, im Sommer eben haben, in der Vegetationsperiode, genau da, wo das Wasser gebraucht wird. Und das ist die Douglasie aus ihrer Heimat noch nicht mal gewöhnt. Gut, das vielleicht also nochmal als Ergänzung zum Thema Trockenheitsresistenz der Douglasie, so eine eben ihrer hervorstechenden Eigenschaften, weshalb sie als Zukunftsbaum hat für den Klimawandel gilt. Das hatte ich nämlich jetzt tatsächlich vergessen. Und jetzt geht's weiter mit dem Monolog. Und ich mache dann in irgendeinem anderen Video dann auch nochmal einen ausführlicheren Bericht über die ganze Politik, die da jetzt dahinter steckt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch nochmal die Waldfragestunde, die ich mal gemacht habe zum Thema invasive Arten, angucken bzw. anhören. Da geht es halt quasi eben auch um sowas. Auch am Beispiel der Douglasie, wobei ich da keine sehr aktuellen Beispiele, jetzt will ich diese aktuelle schwarze Liste-Diskussion, habe ich da jetzt nicht erwähnt, weil das wusste ich da noch nicht. Hat sich erst relativ spät rumgesprochen, beziehungsweise ist jetzt nochmal in den Medien, in den Fachmedien interessanter geworden durch eben diesen offenen Brief mit der Schelte ans Bundesamt. Jo. Habe ich jetzt noch was vergessen? Auf meinem Zettel steht jedenfalls nichts mehr. Die Vögel zwitschern mir auch nichts zu. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.